Willkommen zurück, liebe Zuschauer in der Republik Brasilien. Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass zuletzt irgendwann die Flagge hier wieder geändert ist? War das nicht die ursprüngliche Flagge noch als Kaiserreich? Und dann hatten wir diese komisch schraffierte, geänderte Flagge und jetzt haben wir wieder die? Oder täusche ich mich? Ihr könnt ja gerne mal Bescheid sagen. Ihr habt die Videos vielleicht noch vor kürzerem gesehen, als ich sie aufgenommen habe. Oder ihr könnt nochmal nachschauen. Schreibt das mal in die Kommentare, wie sich diese Flagge entwickelt hat. Das würde mich mal interessieren. Und für was genau steht die Flagge eigentlich? Ist das... Soll das... Dieses Blaue in der Mitte mit irgendwas durchge... ist das irgendwie Wasser? Ist das der Himmel? Ist das die Erde? Der blaue Planet? Würde mich mal interessieren. Der Amazonas vielleicht, der damit gemeint ist? Ich weiß es nicht. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass wir hier weitermachen werden. Und genau, wir wollten doch jetzt, glaube ich, den Krieg im Norden starten. Genau, wir haben jetzt kaum noch Verrufenheit. Die inneren Querelen haben wir endlich beendet. Im Süden wird noch der Rest kolonisiert. Ihr seht Brasilien, ein geeintes Land. Immerhin exakt so viele Loyalisten wie Radikale. Ich denke, damit können wir leben. Steuern habe ich jetzt schon wieder einigermaßen gesenkt, obwohl wir es leider nicht so stark machen können wie sonst. Und jetzt, ich glaube, Venezuela muss jetzt mal dran glauben. Wir wissen alle, es kann jetzt jederzeit eine Großmacht intervenieren. Das heißt, unsere Armee, wir schauen nochmal durch, hat volle Organisation. Jawohl, wir haben überall Generäle. Und ich habe auch, glaube ich, ist das alles aktiviert? Oh, das ist nicht aktiviert. Ach, schau an. Gut, dann werden wir mal wieder unsere Armeen durchmachen. Und bevor der Krieg beginnt, alles, was wir an Unterstützungsmaterial haben, aktivieren. Vielleicht war das jetzt nur die eine Armee, weil hier ist es nämlich alles aktiviert, wenn ich das richtig sehe. Oh ne, hier ist aber Erste Hilfe aktiviert, einen Moment. Verringert die derzeitige Moral aller Militäreinheiten um 50%. Das wäre schlecht. Ich kann das jetzt nicht so einfach ändern. Naja gut, wenn wir jetzt gleich den Krieg beginnen wollen, werde ich da jetzt nicht nochmal drauf warten, oder? Sonst dauert das wieder Ewigkeiten. Das machen wir dann nach dem Krieg, wenn ich es nicht wie immer vergesse. So, das hier können wir aber schon direkt machen. Na, ah nein, nicht den Gewaltmarsch. Konnte ich das jetzt einfach abbrechen? Scheinbar. Gut, Glück gehabt. Und wir machen hier natürlich direkt Feldlazarett. Das war die 7. Armee, so die 2. Angriffsarmee. Da haben wir alles, aber eben halt nicht Feldlazarett. So, hier ist, hier müsste auch noch alles... Na, hier war nicht... Opium ist hier nicht angeklickt. Achso, ja, die Frage ist, ob wir überhaupt an genügend Opium rankommen. Das werden wir dann noch sehen. So, fehlt noch die 8. Armee. Denen können wir noch die Edelvorräte, Schokolade, Tabak, Spirituosen und Opium geben. Genauso wie die den Eisenbahntransport gerne nutzen. So, jetzt lassen wir mal ganz kurz eine Woche durchlaufen, um mal zu schauen, wie sich unser Markt damit jetzt neu orientiert. Wobei, das gilt, glaube ich, immer nur, wenn die mobilisiert sind. Ja, das heißt, jetzt spüre ich davon noch gar kein, also noch nichts, kein Problem in irgendeiner Form. Warte mal, unser... Achso, doch, unser Privat... Oh, unser Privatbau baut Motorenwerke. Das ist ja hervorragend. Das ist genau das, was wir dann brauchen. Opium haben wir sogar ein bisschen im Überschuss. Produzieren wir eigentlich Opium? Können wir mittlerweile Opium produzieren? Ja. Ah, dauert nur leider hier Ewigkeit, was zu bauen wegen dem Aufruhr. Aber dafür gibt es ja dann Erlasse, wobei ich dann zwei Erlasse leider wegstreichen muss. Oh, ich habe aber kaum Erlasse noch übrig, ne? Habe ich wirklich so wenig Erlasse nur? Ja, weil die Dienstleistungssteuer natürlich auch nochmal einiges an Autorität uns wegnimmt. Tja, und ich müsste jetzt zwei Stück... Dann muss leider Lima jetzt erstmal beendet werden. Es tut mir leid. Aber wir müssen einmal hier oben brutales Durchgreifen machen, dass es nicht Ewigkeiten dauert. Hier mal... Oh, es ist auch noch nicht inkorporiert. Wartet mal. Was haben wir denn jetzt noch nicht inkorporiert? Kleinen Moment. Es gab so viele Aufstände, dass ich das dann wieder... Oh ja. Übersehen habe, dass wir hier noch Sachen inkorporieren müssen. So. 12 Wochen dauert jetzt hier die Opiumplantage. Sicherheitshalber sollte ich vielleicht noch eine zweite gleich dahinterher bauen. Immer noch minus 25%. Aufruhr? Immer noch so viel Aufruhr. Na gut.
So, okay. Der Rest der Truppen ist eigentlich bereit. Wisst ihr was, jetzt warten wir eh nochmal ab, ne, bis Opium gebaut wurde. Und wir haben auch noch 5 Verrufenheit. Dann werde ich jetzt vielleicht doch das hier ändern. Das war auch Feldlazarett. Und das hier. Die 2 Sachen haben wir eh nicht. So. Genau, verringert die Moral. Ja, machen wir. Ist in Ordnung. Schauen wir mal, die müsste jetzt relativ... Ah, die steigt aber relativ schnell auch wieder. Ja, ja. Die steigt wieder relativ schnell, das können wir jetzt noch machen. Da haben wir Feldlazarett. Das hier ändern wir noch. Das war die 2. Armee. Hier auch noch aufs Feldlazarett, das wird uns jetzt natürlich auch alles schon Opium kosten. Zum Glück haben wir auch unsere eigene Opiumplantage. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch insgesamt viel mehr Opium benötigen, als unsere eigenen Plantagen uns liefern können. Brauchen wir denn jetzt schon das Opium? Ne, ich glaube wirklich erst wieder, wenn Mobilisierung ist, oder? Das macht es natürlich sehr schwierig, weil wir produzieren gerade sehr viel. Ich würde sagen, damit sich das lohnt zu produzieren, exportiere ich einfach mal eine Zeit lang Opium. Das können wir ja wieder wegnehmen. Was haben wir hier noch? Die Verstaatlichung der Frauen. Das ist schon wieder diese Sache mit der Pariser Kommune. Das haben wir schon mal gehört. Dass die ihre Frauen angeblich verstaatlichen. Das ist ja eine Unerhörtheit eigentlich. Ich will jetzt ehrlicherweise nur keine... die Grundbesitzer könnten wir damit wieder ein bisschen... Nee, beruhigen können wir sie nicht. Wir können sie nur nicht... noch mehr sauer machen, aber 2% der Unterschichten möchte ich jetzt nicht unbedingt radikaler bekommen. Die Kommunisten wollen sich unsere Frauen holen. Ich würde sagen, diese Aussage macht einen höchst verdächtigen Eindruck, ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt gleich wieder einen Aufstand der Grundbesitzer. Wo Zwietracht herrscht. Oh, Erlasserfolgschance steigt und die Grundbesitzer verlieren an Macht. Das ist doch hervorragend und ineffiziente Landwirtschaft. Dann werden wir dem Rat der Industriellen folgen und das eigene Gummi nutzen wir auch gerne. So. Die Opium-Sachen wurden direkt gebaut. Das ging jetzt relativ schnell. So, gibt es jetzt hier nicht mehr genügend Pops? Doch. Bauen wir mal noch in Bahia. So, wie sieht es mit unseren Armeen aus? Heute sind schon wieder alle... auf voller Stärke, hervorragend. Hervorragend. Wir haben hier noch ein paar Probleme mit dem Transport, dass der teuer ist. Die Eisenbahn arbeitet aber. Kann nicht genügend Transport leisten. Das heißt, wir müssen hier den Transport Santiago noch ausbauen. Und Cauca. Wir machen erstmal noch Stahlpassagierwägen. Das da alles. Bauen das aber auch nochmal aus. So, unsere zweite. Wir haben schon wieder eine zweite Flotte. Wo habe ich die nicht schon längst verbunden? Mit der großen Flotte. Wir müssen nochmal schauen, ob wir in der Flotte noch Einheiten verbessern können. Weil in der Armee, glaube ich, haben wir nichts, was wir verbessern können. Richtig. Plänkelinfanterie, Schrapnellinfanterie. Ja, die Dragoner von mir aus, die eine Einheit kann ich mal lassen. Ja, armeetechnisch sieht das alles gut aus. Sind wir auf dem neuesten Stand. Jawohl. Schauen wir mal bei der Flotte. Ah, die Fregatten kann ich alle zu Turmschiffen noch verbessern. Ein Turmschiff braucht Munition und Panzerschiffe. Dementsprechend wird das jetzt halt teurer werden. Dementsprechend müssen wir mehr Panzerschiffe... Ah, wir haben jetzt den Protektionismus, sehr schön. Mehr Panzerschiffe und weniger Kriegssegelschiffe bauen. Haben wir denn da nicht unsere Fabriken? Wir haben nur eine Marineschiffswerft und die habe ich schon auf Stahl. Aber wenn das jetzt doch interessanter wird, sollten hier wieder mehr Leute arbeiten. Dann kriegen wir doch das jetzt wenigstens in den Griff. Hoffe ich. Das muss jetzt erstmal ein bisschen teurer werden, dass dann da vielleicht mehr Arbeitskräfte hinkommen. Und Glas ist auch ein bisschen knapp. Können wir mal aus Frankreich etwas noch importieren.
angesichts der Revolution. Polizisten, die Gerüchten einer angeblich geplanten kommunistischen Aufstands in Ica nachgeben, haben in der Bevölkerung große Angst ausgelöst und Skeptiker bezeichnen die Unruhen bereits als terroristischen Akt. Eieieiei. Noch mehr Radikale in Ica. Das soll mich doch nach Ica bringen und nicht nach Rio de Janeiro, dieser Button. Wo ist denn Ica? Unser Land ist mittlerweile so groß, ich weiß nicht, wo Ica ist. Dann muss ich es jetzt wirklich über die Ica. Da oben. Wie viele Einwohner haben wir? 427.000. 10% sind dann 40.000. 1% 4, das wären dann 8.000. Das ist gar nicht so viel Radikale zusätzlich. Schauen wir mal, dass wir die Kleinbürger nicht verärgern noch. So, wir machen aktuell leider wieder ein bisschen Minus durch den Bausektor, aber das ist jetzt alles nicht so schlimm, ist alles noch im Rahmen. 100% der Pops unter der minimalen Lebenserwartung in Namqualand. Ach so, ja gut, weil wir da keinen Hafen gebaut haben, nicht wahr? Planen wir mal noch den Hafen ein. Kolonisierung hier unten abgeschlossen. Ah, die Briten machen hier wieder Ärger. Haben hier irgendwas erobert. Tekule. Na gut. So, unsere Verrufenheit ist 1,9. Wir sind jetzt kurz davor, dass wir dann den Krieg gegen Venezuela starten können. Eine Revolution in Neugranada. Ah ja, interessant. Verteidigungspakt mit Honduras und El Salvador. Da werde ich mich jetzt aber erstmal nicht einmischen. Sollen die sich erstmal schwächen? Wir bleiben bei dem Plan. Neugranada, El Salvador stellen sich auf die Seite Neugranadas. Ah ja, und Mexiko auch wieder. So, aber während die jetzt abgelenkt sind, starten wir unseren Plan, Venezuela zu erobern. So, 14 Verrufenheit. Gut, jetzt werden wir direkt mal unsere Armeen mobilisieren. Dann sehen wir gleich, was wir für einen Ressourcenverbrauch haben werden. Damit, da wir mittlerweile so eine große Armee haben, wird das spannend werden. Das ist halt auch ein bisschen herausfordernd, eine Kriegswirtschaft aufzubauen, die halt jedes Mal, wenn Frieden ist, nicht genug produziert und damit unproduktiv ist. Also bin ich jetzt mal gespannt. So. Die andere Seite des Zauns. Leute beschweren sich über den Unterschied in Sachen Lebensstandard, was uns und den Nachbarn in Großbritannien angeht. Ja, die haben ja hier eine Kolonie. Können wir da irgendwas machen? Dies ist nur ein weiteres Beispiel für die globalen wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten. Ja. Dann bleiben die Gewerkschaftler wenigstens erstmal auf Linie, das ist doch gut. Können wir eigentlich noch Beziehungen wieder verbessern irgendwo? Bei Spanien machen wir das sowieso. Nö. Bei Mexiko vielleicht. Die hassen uns auch. Die könnten jetzt hier trotzdem in den Krieg reingehen, ja. Oh mein Gott, China. Wieso muss denn sich China einmischen? Da habe ich lieber Mexiko gegen mich, aber China. China ist unangenehm. Die haben zwar wahrscheinlich sehr, sehr schlechte, aber dafür massig auch an Truppen. Wieso muss ich denn jetzt da China irgendwie ein Interesse bei uns haben? So, rote Revolution, gelbe Schlagzeilen. Wir müssen die Lage in den Griff bekommen, würde ich sagen. Machen wir das. Noch 33 Monate, dann ist die rote Angst vorbei. Ja, natürlich. China stellt sich auf die Seite von Venezuela. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, wir müssen auch die paar wenigen Truppen noch mobilisieren, die ich noch irgendwo habe. Viele sind es nicht an Wehrpflichtigen. Das sollte ich vielleicht auch mal wieder ändern. Dass wir im Notfall noch mehr Wehrpflichtige auch für solche Kriege berufen können. Aber wir haben aber auch nur eine einzige Front tatsächlich. Die wird eh ein bisschen überladen werden, die Front. Kann ich jetzt schon sagen. Aber vielleicht sind wir ja schnell genug, bevor die Chinesen groß ankommen. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So. Das ist Neugranada, genau. Das hier ist unser Krieg. Euch habe ich schon losgeschickt. Euch schicke ich gleich noch los. Damit habe ich euch, 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 euch noch nicht.
Wir werden da wahrscheinlich ein bisschen sehr viel Probleme bekommen, weil wir halt zu viele Truppen auf wenig Gebiet haben, schätze ich mal. So, wir wollen noch weitere Staaten erobern. Bolivia. Und Zulia hätte ich auch noch gern. Zulia wird uns auch nochmal sehr viel Verrufenheit bringen, tatsächlich. Und wir machen jetzt auch schon Minus. Staat erobern, Zulia. Damit war es das. Ich könnte jetzt höchstens noch von China Kriegsreparationen fordern. Das machen wir natürlich nicht. Das machen wir nicht. Stimmt, die Chinesen können ja von hier links kommen. Richtig. So, der Rest erklärt Neutralität. Das ist erstmal sehr gut. Haben wir hier gerade. Achso, 4 Tage noch. Ich dachte schon, 55 Vorteil wäre ein bisschen wenig bei unserer großen Armeeüberlegenheit aktuell. Jetzt sind wir bei 74, das ist schon besser. Das waren auch unsere, genau, das waren unsere guten Offensivkämpfer, die bleiben in der Offensive. Du warst auch Artilleriebefehlshaber, perfekt. Du bleibst mal schön in der Defensive. Du kannst die Offensive nicht so gut. Erfahrener Defensivstratege, auch du bleibst bitte in der entschiedenen Verteidigung. So, die zweite Angriffsarmee, genau, du darfst in der Offensive bleiben. Die erste Verteidigungsarmee, genau, ich glaube, ihr wart alle nur in der Defensive gut. Ja, hier wäre noch zornig, aber das muss nicht unbedingt sein. Und du bist direkt. Das gibt dir nochmal einen Offensivvorteil. Einverstanden, du darfst in der Offensive bleiben. Gut, damit ist es das entschieden und wir versuchen ganz Venezuela zu erobern. Der Rest erklärt Neutralität. Das finden wir erstmal gut. Gut, es reicht, glaube ich, auch schon, dass wir China gegen uns haben. Wie sieht denn die allgemeine Lage bei uns aus? Recht positiv. Streitkräfte stehen hinter uns. Geldtechnisch haben wir ein bisschen Probleme. Aber will ich da die Steuern erhöhen? Ja, die radikalen Situationen sind eigentlich ganz gut. Wir werden die Steuern mal zwischenzeitlich erhöhen für diesen Krieg. So, und die Chinesen haben noch nichts geschickt tatsächlich. Aber sie mobilisieren sehr viel. Also die werden kommen. Wir müssen jetzt schnell mit einer schnellen Offensive Venezuela einfach überrennen, bevor die Chinesen mit ihren Massen an Truppen hier kommen werden. Ach, warte mal, die Chinesen sind in einem Krieg mit Österreich beschäftigt. Das ist natürlich noch besser. Weil Österreich versucht eine Marineinvasion dort. Wartet mal. Ja, tatsächlich. Deutschland, also Norddeutscher Bund und China kämpfen gegen Österreich und die Österreicher versuchen jetzt eine Marineinvasion. Werden die Österreicher natürlich nicht schaffen. Aber das lenkt natürlich die Chinesen ab. Wobei hier kommen auch Chinesen. Die kommen über den längeren Weg anstatt hier einfach. Sie kommen über den Atlantik anstatt über den Pazifik. Das ist ja auch überraschend. Aber dann kommen doch noch ein paar Feinde. Aber, oh, unsere erste Offensive läuft so mangelhaft, würde ich behaupten. Also wir werden die vermutlich gewinnen, aber die hätte besser laufen können. Wir haben doch hier große Truppenverbände. Weil jetzt kommen schon die Chinesen. Ich dachte, wir würden jetzt hier ein bisschen schneller vorrücken können. Was ist eigentlich mit der Armee? Die sind auch an der Front, okay. Ja, jetzt kommen hier 40 Bataillone an Chinesen. Das wird uns Probleme verursachen. 30 nochmal. Eieieiei. Wobei die ja hoffentlich geschwächt sind. So, wir haben aber schon Teile des Landes besetzt und jetzt haben wir hier gleich eine. Ah ja, okay, die Chinesen haben sehr schlechte Truppen. Gut, dann haben wir erstmal kein Problem. Dann haben wir erstmal gar kein Problem. Achso, wie sieht jetzt unser Markt aus? Das wollte ich ja auch jetzt mal überprüfen. Ja, gut, Motoren fehlen uns. Wie zu erwarten war, können wir da noch was importieren? Können wir nicht. Seide. Russland. Spanien. Aber sonst haben wir alles, was wir eigentlich für die Armee brauchen. Auch Opium scheinen wir. Ja, nee, warte mal, wo ist Opium? Hier. Minus 40, das ist, ich sag mal, in einem akzeptablen Maß, oder? Wir könnten noch automatische Bewässerung machen, noch mehr Opium zu produzieren. Und was wir halt echt brauchen, einfach sind noch mehr Motoren. Man kann gar nicht genug Motoren haben, quasi. In Bahia würden sich, glaube ich, die Motoren mittlerweile wieder auch lohnen, in der Hinsicht, weil. Was brauchen Motoren? Werkzeug. Kohle, Stahl. Werkzeug, Stahl. Nur Kohle haben wir hier nicht. Aber ich baue trotzdem ein paar Motoren mal hier. Stufe 5. Wo hatten wir noch. Oh, jetzt wird es kompliziert. Wo hatten wir Kohle? Kohle, Kohle, Kohle. Ziemlich viel. Überprüfen wir das mal kurz.
Wir brauchen noch Stahl und Werkzeug dabei. Hier nicht. Hier haben wir nur Werkzeug, hier haben wir nur Stahl. Nicht optimal. Und wo war das? Der restliche Kohle noch? Hier im Süden. Gut, da haben wir wahrscheinlich kein Werkzeug und Stahl, oder? Nee. Dann könnten wir noch vielleicht hier oben Glück haben. Kohle war hier oben noch. Da haben wir nur eine Werkzeugfabrik. Hier haben wir noch Werkzeug und Stahl. Hier könnte sich durchaus auch noch ein Motorenwerk bezahlt machen. Hier haben wir ein bisschen Stahl, aber kein Werkzeug. Nee, das war's. Besser wird das nicht mehr. Na gut. Wir verlieren hier gerade gegen die Venezuela. Wie kann denn das sein? Welche Armee ist das? Die 8. brasilianische Armee. Dann wird die jetzt mal direkt in die Verteidigung geschickt. Die haben nämlich kaum noch Mannstärke, um hier was zu erreichen. Ach, wie ärgerlich, dass wir da jetzt verlieren. Oh, aber schau mal, die Chinesen ziehen sich zurück. Hervorragend. Jetzt hatten wir hier fast schon ganz Miranda besetzt. 52%. Hä? 78%? Wir haben die Schlacht gewonnen. Das hat mich jetzt aber überrascht. Hier gewinnen wir auch. Obwohl wir erschöpft sind mit unseren Truppen. Sehr schön. Kameras freigeschaltet. Jawohl, ganz Miranda ist schon besetzt. Damit ist das die Hauptstadt. Jetzt sollte die Kriegsmüdigkeit relativ schnell bei Venezuela runterticken. Oh, warte mal. Wir haben jetzt hier mehrere Fronten. Kommen die an die Front? Ja, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Fronten. Die große Angriffsarmee kann einmal schnell das Land hier jetzt besetzen, schätze ich mal. Auch Bolivar wird schon besetzt von uns. Haben wir zur Hälfte schon unter Kontrolle. Jetzt hat Venezuela keine Chance mehr. Hervorragend. Ich weiß nicht, was die beiden hier machen. Die warten hier gerade und machen irgendwie nichts, glaube ich, oder? Oh, Stromerzeugung. Das wird jetzt auch gleich noch wichtig. Und zwar wurde das jetzt ja geändert. Wir brauchen jetzt ja theoretisch überall Strom. Das können wir natürlich noch nicht so schnell leisten. Das heißt, die Frage ist, ich glaube, das erste, wo wir Strom nutzen könnten, wären unsere Sägewerke dann. Hat Zugriff auf Elektrizität. Genau, da muss ich. Wo haben wir unsere größten Holzgebiete? Hier, Minas Gerais. Perfekt. Da haben wir sowieso. Das ist sowieso so ein Industrieschwerpunkt, finde ich. Minas Gerais. Und da bräuchten wir jetzt halt auf jeden Fall Strom. Sage ich euch. Das heißt, da baue ich jetzt. Da würde ich jetzt gerne Strom irgendwas mäßig bauen. Wieso geht das nicht? Wir haben das doch gerade erforscht. Einen Moment. Einen Moment. Ach halt, das ist nicht mehr da, wo es früher war, oder? Genau, das ist jetzt da unten, das Kraftwerk. Kostet leider Motoren, also unsere Achillesferse quasi. Wie viel produzieren wir denn dann? 50 Elektrizität. Und wie viel würde es kosten, hier das umzustellen? 50 Elektrizität, das wäre ja perfekt. Das würde genau passen, ein Kraftwerk dort zu bauen. Progressive Dilemmas. Als Gegenreaktion auf die Politik der kommunistischen Kommunisten nimmt der Druck auf die progressive Führung der Landbewohner immer weiter zu. Die Reaktionäre fordern, die kommunistische Regierung ausdrücklich zu verurteilen. Für die pazifistische Sache, nicht die kommunistische. Sehr schön. Okay, weiter geht's. Die letzten Schlachten finden hier, denke ich, statt. Portalgräne. Sehr schön. Keine Flottenlandung oder so. Aber ganz Venezuela ist besetzt. Jetzt kommt doch die Marineinvasion in Rio de Janeiro. Wir müssen dringend mit unseren Truppen hier wieder zurück. So. Irgendeine Armee würde ich aber gerne in Venezuela stehen lassen. Ah, die sind da schon stationiert, okay. Ich nehme noch eine kleinere, die packe ich jetzt mal hier hin. Dann haben wir hier ein paar überall stationiert.
Und die Flotte steht ja auch kampfbereit. Die Flotte ist da schon hinzugefügt, oder? Nee, sie nicht. So, Flotte haben wir entsandt. Es kommen einige Armeen. Um Rio de Janeiro zu schützen, aber wir werden den Sieg sowieso davontragen, denke ich, bevor die Marineinvasion überhaupt startet. Ah, die Chinesen ziehen sich auch wieder zurück, die ihre Marineinvasion gerade starten wollten. Damit ist der Krieg... Na? Jetzt vorbei. Kapituliert. Die haben noch einen eigenen Markt, oder? Nee, ach, die sind im... Oh nein, die sind auch wieder im chinesischen Markt. Ich muss wirklich stärker auf diese Märkte aufpassen. Oh, das ist jetzt wieder eh... Das ist ja wieder nervig. Das wurde auch leider geändert. Dass man die dann nicht einfach erobern kann, obwohl man... Ja, bei völliger... Schwäche ist, aber... Kriegswille, Kapitulationswunsch. Ja, wir können keinen Frieden schließen oder wir können jetzt nicht kapitulieren. Das ist ein Problem. Das ist ein riesiges Problem. Und die Chinesen sind in dem anderen Krieg nicht mehr dabei. Wobei, es gibt einen neuen Krieg. Ah, das ist natürlich super Timing für uns. Die Engländer, die Briten mit ihrer englischen Flagge, das ist sehr seltsam nach wie vor, die greifen China an mit ihrem Verbündeten Norddeutschland. Wir könnten die Chance nutzen, wenn dann vielleicht ein paar Chinesen wieder, die jetzt zu uns kommen, wir müssen uns jetzt erstmal verteidigen, die dann da weggehen, dass wir vielleicht dann auch eine Landung in China irgendwo am Rande oder so versuchen, wo nicht so viel los ist. Wir haben ja mittlerweile doch eine ganz solide Flotte aufgebaut, dass wir das versuchen könnten. Heieiei, okay, das heißt, wir müssen leider doch gegen China marschieren, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir jetzt gegen andere Nationen kämpfen, die in einem Markt sind und die andere, die der Souverän sozusagen sie unterstützt, dann müssen wir wohl auch noch weiter gegen sie kämpfen, obwohl das Land eigentlich kapitulieren würde. Das ist natürlich schade. Aber gut, dann machen wir das so. Dann ist es einfach noch eine größere Herausforderung. Brasilien wird nicht aufgeben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute und nicht vergessen, lasst ein Like da, kommentiert das Video, um mich und diese Art von Videos und Formaten weiterhin zu unterstützen. Euer Gaius Julius Caesar.